Wir machen 10 Wundertausche in Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Und nach jedem Tausch drehen wir am Glücksrad. Und das entscheidet dann, was mit unserem getauschten Pokémon passieren wird. Anschließend machen wir, wie so oft, einen 3 gegen 3 Online-Kampf. Nächstes Mal vielleicht auch mal ein Doppelkampf. Ja, okay. Hier sind unsere Kategorien, die das Glücksrad heute ausspucken kann. Wir haben einmal nochmal tauschen. Wir dürfen das Pokémon entwickeln auf die letzte Stufe. Wir dürfen das Pokémon zurückentwickeln auf die erste Stufe. Je nachdem, ob es überhaupt passieren kann. Wenn nicht, wird nochmal gedreht. Dann haben wir einfach nicht behalten. Also der Tausch ist hinfällig. Schade. Dann haben wir einen Joker diesmal. Ein Joker besagt, wir dürfen mit dem Pokémon machen, was wir wollen. Wir dürfen es auf Competitive Niveau komplett hoch pushen, entwickeln, Items verteilen, Attacken geben unserer Wahl, EVs, DVs, alles. Wir dürfen es komplett Competitive tauglich herrichten, damit wir heute mal eine Chance haben. Dann haben wir, die erste Attacke muss entfernt werden. Wir dürfen einen Z-Stein verteilen, passend zu unseren Z-Tänzen die letzten Tage. Wir müssen das Item entfernen, wenn es eins hat. Wir dürfen ein Item geben unserer Wahl. Wir dürfen allgemein Attacken unserer Wahl vergeben. Es passiert nichts. Bedeutet, das Pokémon bleibt so, wie wir es getauscht bekommen haben. Wir müssen die Attacke mit der höchsten Stärke entfernen. Und perfekte Werte. Bedeutet, wir dürfen EVs und DVs perfekt für unsere Bedürfnisse verteilen. Gut, das sind heute ein paar weniger Kategorien, glaube ich. Aber machbarere oder halt faire, damit wir auch eine Chance haben im Online-Kampf. Ich hoffe, es ist okay so. Und jetzt geht's los mit dem ersten Tausch. Und wir tauschen das erste Pokémon weg. Wir gucken mal, was passiert. Am besten direkt ein Legendär, wäre ich zufrieden. Und dann müssen wir es nur noch behalten. Das ist prinzipiell schon mal was Gutes. Alter, das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Fürs erste Pokémon durchaus okay. Durchaus okay. Die Attacken sind okay. Übrigens werden heute alle auf Level 50 gesetzt. Das machen wir heute nicht so, dass die Level auch noch eine Rolle spielen. Okay, ja, aber die Attacken sind jetzt nicht so das Gelbe vom Mai, ehrlich gesagt. Wir gucken mal, was das Glücksrad will. Ich sag dir, was ich will. Ich will das behalten. Wir drehen das erste Mal heute am Rad und hoffen, dass irgendwas passiert, was uns weiterhilft. Eigentlich ist diesmal wirklich sehr viel möglich, was Gutes. Joker zum Beispiel. Und das ist mit das einzige Szenario in diesem Glücksrad, was schlecht ist. Weil heute habe ich wirklich darauf geachtet, weil wir immer verloren haben, dass wir Chancen haben. Kriegen wir beim ersten Pokémon direkt eine Kategorie von den Schlechten, wovon es nicht viele gibt. Also danke dafür. Pokémon Nummer 2 kann weg. Ich weiß nicht. Und jetzt tauschen wir mit Ash. Das wird safe nichts Gutes. Wenn man sich schon Ash nennt, dann ist man ein kleines Kind und man kriegt nichts Gutes. Sage ich doch. Ich wusste es. Also wenn wir es entwickeln dürften, okay, aber ich denke, es hat auch keine guten Attacken. Das heißt, es bringt uns auch nichts. Außer wir kriegen halt einen Joker. Das wäre jetzt noch das Einzige, was uns was bringt. Ja, aber ansonsten ist das jetzt nicht so prickelnd. Wir drehen am Rad für Imantis. Ja gut, zurückentwickeln geht nicht. Da dürfen wir nochmal drehen, natürlich, wenn es nicht klappt. Juhu, Attacken meiner Wahl. Wow, ich bin so begeistert. Es ist nicht in Worte zu fassen. Das ist ja, das verändert alles. Wir machen weiter mit dem nächsten Pokémon. Ich tausche einen Shiny weg, sehe ich gerade, ne? Ups, have fun, wie auch immer das bekommt. Ich hab's geahnt, als die Animation losging, das kann nichts werden. Das war mein innerer Geist, der es mir gesagt hat. Und er hatte recht. Das ist nämlich einfach nur ein Pumpkin. Nee, nicht Pumpkin, was laber ich da? Pampuli. Das neue Pumpkin. Ja, also Jasmine, das ist an sich wirklich nix. Wir drehen erneut am Rad. Das ist schön. So knapp an Joker dran. Stärkste Attacke entfernen. Die stärkste Attacke ist Dampfwalze. Heißt, ich habe nur noch Doppelkick als Angriff. Cool. Ja gut, aber wie gesagt, ein einziger Tausch. Einmal Glücksrad, Glück kann ja eigentlich schon alles retten. Evoli. Also wenn ich jetzt Joker bekomme, wäre das geil. Ansonsten ungeil. Glücksrad, bitte rette Evoli. Ich habe jetzt gleich geguckt, was das Evoli hat. Stimmt, das habe ich voll vergessen, aber gut. Wir gucken erstmal, was passiert. Dann können wir ja nochmal gucken. Könnte den Evoli-Z-Stein draufpacken. Das Evoli ist halt leider Level 1. Kraftvorrat. Ah, ist leider nur ein Support-Ding. Nehmen wir trotzdem mit. Müssen wir ja, hilft ja nichts. Tausch Nummer 5 ist das schon, ne? Das ist katastrophal. Wir drehen am Rad, aber einiges ist mir egal. Es ist mir eigentlich vollkommen Latte, aber wir müssen ja drehen. Ja, das ist schön. Das ist schön. Aber warum bei Mangunior? Cool, ich kann Mangu Spectrum machen mit Competitive Moveset. Ich habe keinen Plan. Kann man das in Competitive spielen? Ich habe das Ding noch nie Competitive gespielt. Oder gesehen, dass es jemand gespielt hat. Ja, weiß auch nicht. Vielleicht jetzt mal irgendwas Vollentwickeltes, was Shiny-mäßig ist oder so.
Oder ein Akkub. Ja, das ist ja auch fast perfekt und geil und competitive, strategisch, nützlich. Ist eigentlich ein starkes Pokémon. Ein paar Sekunden später. Okay, ja. Wenn wir es jetzt noch entwickeln dürften, wäre mega gut. Aber das ist an sich auch nicht so bad von den Attacken her. Also, kann man machen. Als ob nochmal Joker kommt. Yes! Das ist mega gut. Ja gut, okay, dann haben wir ein Donarion, womit wir machen können, was wir wollen. Wir kommen zu Tausch Nummer 7. Wie heißt ein Spanier ohne Auto? Carlos. Alles Gute, Bowls. Ja, alles Gute und gib mir jetzt auch was Gutes zurück. Mhm. Das ist ein Basis-Pokémon. Das ist ja prinzipiell gut, so an sich. Mal gucken, was es für Attacken hat. Darauf kommt es halt jetzt ein bisschen an, ne? Flammsturm, Fluch, Body Slam. Mhm. Wir gucken mal. An sich ist das interessant und kann interessant werden. Oh, das war knapp an nichts passiert dran, aber perfekte Werte. Bedeutet, DVs und EVs dürfen verteilt werden, wie wir wollen und komplettiert werden und perfektioniert werden. Okay, damit kann ich auch was anfangen. Durchaus, durchaus. Es läuft bisher tatsächlich, also am Anfang habe ich gesagt, es läuft schrecklich. War ja auch so. Jetzt geht es langsam in die richtige Richtung. Wir haben noch 3 Tausche. Wir kommen zu Tausch Nummer 8. Komm. Ditto. Mit Doppelgänger bitte, dann wäre das geil. Ohne Doppelgänger wäre es überhaupt nicht geil. Es hat Flexibilität. Dum, dum, dum. So, Ditto, let's go. Mit Drehen am Rad. Wortwörtlich. Erste Attacke entfernen. Damit ist Ditto nicht kampffähig, weil es keine Attacke hat. Weil Wandler wegfällt, was die einzige und erste Attacke ist. GZ. Gavin, sei bitte einfach großzügig. Das nennst du großzügig, ich nicht, außer ich darf es entwickeln auf die letzte Stufe. Dann wäre das geil. Vielleicht gönnt das Glücksrad. Wir gucken mal, was es hat. Weil entwickeln alleine bringt da nichts, wenn es keine Attacken hat. Bedeutet, es muss Attacken haben und da müssen wir noch die Entwicklung bekommen. Attacken sind Trash, also ist es eigentlich egal. Alles außer Joker ist Blödsinn, wenn wir ehrlich sind, ne? Wir drehen am Rad und hoffen auf unser Glück. Und das sieht nicht gut aus. Erste Attacke entfernen schon wieder. Habt ihr eigentlich nichts anderes übrig hier, kategorienmäßig? Ja, das heißt, Raserei fällt weg. Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch. Und damit kommen wir zum allerletzten Tausch dieser Folge. Und danach geht's ab ins Kampfgeschehen. Es ist immerhin voll entwickelt. Aber es ist jetzt auch nicht schwer. Es entwickelt sich Level 18, glaube ich, oder so. Ja gut, Ledian. Und das Ledian kann immerhin Reflektor und Lichtschild. Das habe ich nämlich auch gehofft, dass es vielleicht ein Setup-Ding sein kann. Also Setup mit so vorbereitungsmäßig. Das ist okay, dann ganz geil eigentlich. Wir hoffen, dass wir es behalten dürfen. Vielleicht sogar noch irgendwas anpassen dürfen. Gucken wir mal. Weißt du, da freut man sich allen Ernstes nicht mal auf Ironiebasis, auf Ledian oder über Ledian. Und dann gönnt das Glücksrad nicht mal das. Dann halt nicht. Okay, und jetzt werde ich alles vorbereiten und dann sehen wir uns gleich vor dem Kampf wieder. Bis gleich. Ich habe meine 3 Mons ausgewählt und es ist offensichtlich, welche es sein werden. Natürlich Donarion einerseits, was ich natürlich jetzt komplett anpassen konnte. Attacken Donnerblitz, Voltwechsel, Käfergruppen, Energieball mit dem Wahlglas, mäßiges Wesen. Einfach so ein Standard-Donarion-Set irgendwie, das heißt, ja, das sollte schon gut reinhauen. Kurtel konnte mir nur die Werte anpassen, habe ich auch gemacht. Voll auf Defense und KP war es, glaube ich. Aber ansonsten durften wir nichts machen, was doof ist. Aber hey, muss reichen, um vielleicht ein bisschen zu nerven mit Flammsturm, Burn. Ich habe keine Ahnung, mit Fluch, ich weiß es noch nicht, was wir damit machen wollen. Und Mangus Spector, Lebenorb, Anpassung als Fähigkeit, weil ich mir dachte, komm, dann machen wir einfach Rückkehr. Ich weiß nicht, wie man das spielt. Ich habe auch nachgeguckt, es gibt keine eingetragene Strategie von diesem Ding. Das zeigt, dass das Ding einfach im Competitive nicht stattgefunden hat damals und auch nicht stattfindet. Heißt, ich habe jetzt einfach selber ein bisschen was draus gemacht. Lebenorb, dachte ich mir, passt halt, hat einen hohen Angriff, hat alles in KP und Angriff rein. I don't know. Wir probieren es einfach. Und ich würde sagen, lang genug gequatscht. Wir suchen uns einen Gegner und dann geht's los. Ich hoffe, wir finden überhaupt einen Gegner, weil manchmal findet man Ewigkeiten keine Gegner. Letztes Mal habe ich auch, glaube ich, 10 Minuten gesucht, mindestens. 12 Sekunden später. So viel zu, wir finden keine Gegner. Ja, unser Gegner will mich verarschen. Wir packen Kurtel als erstes rein, weil wahrscheinlich wird er auf jeden Fall Greninja dabei haben. Greninja wird safe dabei sein. Komm, der sieht fast genauso aus wie ich, nur eine andere Haarfarbe. Das ist irgendwie traurig. Oh mein Gott. Und ich heiße Gozetan auch in dem Spiel. Das ist noch trauriger hoch 2. Ich hab's immer noch nicht geändert, aber egal. Ich bleib meiner alten Linie treu. Gozetan, Freunde, alter Kanal, wenn ihr nichts nicht wisst. Wahrscheinlich weiß es keiner. Außer die ganz, ganz alten Menschen. Okay, wenn der zickig mit Greninja leadet, dann habe ich es richtig predicted.
Glückwunsch. Ja, Dürre, komm raus hier. Hab ich überhaupt Dürre? Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab doch Dürre, oder? Ich hatte gerade Panik. Ja gut, aber das bringt uns halt auch nicht so mega viel. Wir können natürlich jetzt auswechseln, so Donarion. Der hat keine gute Spätzteff, eine ganz katastrophale leider. Und Mangus Bektor auch. Das heißt, ich bleib jetzt einfach eiskalt drin und hoffe auf die Paralyse mit Body Slam. Das klingt dreist, ist aber so. Surfer. Okay, aber das ist trotzdem mega stark wahrscheinlich, ne? Trotz Dürre. Nicht mal die Hälfte, das ist okay. Komm, Body Slam jetzt, Paralyse. Das wäre so geil, wenn ich jetzt eine Para bekomme. Kurt, du bist mein Mann. Du bist einfach mein Mann. Ja, perfekt. Dann gehen wir weiter auf Body Slam. Fluch ist natürlich jetzt, wäre nett, aber ich glaube, der ist trotzdem noch schneller. Genau, das heißt, es wird uns nichts bringen. Wir greifen lieber noch einmal an. Und danach können wir ja probieren, den auf jeden Fall rauszunehmen. Mit Mangus Spector oder mit Donarion. Hat halt ein Wahlglas. Dann müsste ich dann auf Voltwechsel gehen. Ich weiß nicht genau, wen ich gleich reinpacken soll. Vielleicht predicted er dann auch und wechselt aus. Hat er irgendeinen Switch in den Donnerblitz oder so? Wie einfach dauerhaft durchkommt. Aber es ist, glaube ich, kein Competitive-Profi, weil Surfer spielt man schon drauf, ja? Ja, wohl, kann schon sein. Vielleicht hat er ein Wahlglas drauf? Hätte mehr Schaden gemacht, oder? Mit Wahlglas. Oh, Freundschaftsakt. Oh, ja, RIP. Wir sind die schneller als der, oder? Mangus Spector, 65 Init. Donarion hat wie viel Init? 63, stark. Donarion rein. Jetzt ist halt die Frage, wechselt er oder predicted er und wechselt aus? Aber wenn ja, zu wem? Hat er einen Switch in den Voltwechsel? Nö, ich gehe auf Voltwechsel auf jeden Fall. Surfer, das ist okay. In der Dürre, das geht. Trotz der schlechten Spätzle. Okay, es macht fast nichts. Gut, dann ist Greninja tot. Wir haben schon mal einen Pokémon besiegt. Das ist ja immer ein Erfolg, den ich schon mal hier direkt zubuchen möchte, okay? Und direkt erwähnen möchte, am besten in den Kalender schreiben möchte, für dieses Jahr 2023. Ich habe einen Pokémon besiegt in der Glücksrad-Challenge. Das haben wir bisher, glaube ich, noch gar nicht geschafft, oder? Ich glaube tatsächlich nicht. Das ist traurige. Kapo Kime in Shiny. Sehr schön. Ja gut, jetzt bin ich halt einmal drin. Jetzt gehe ich direkt auf Rückkehr. Mit Anpassung und Lebenorb und hartem Wesen. Vielleicht knüttert das rein. Mondgewalt, ja, das macht halt auch Schaden. Das ist mir klar. Aber was soll ich machen? Macht wahrscheinlich mega viel. Nee, geht. Das macht gar nicht so viel. Ich glaube, der ist einfach nicht gerade. Und das ballert. Oh mein Gott, Spector. Wenn ich jetzt noch einen Angriff überlebe, was ich sollte, dann kann ich tatsächlich das Ding rausnehmen. Also als ob wir... Nee, dann hat er eh noch Mewtwo oder so dabei. Aber Mewtwo gegen... Nee. Bitte überlebt das. Oh mein Gott, okay. Aber jetzt bin ich auch tot, ne? Aber Mangus Spector hat seinen Dienst geleistet. Okay, jetzt kommt es zum Showdown. Jetzt ist die Frage, was ist sein letztes Pokémon? Ich gehe vom Mewtwo aus. Bedeutet, er wird eine Psychokinese, glaube ich, reichen leider. Oder vielleicht sogar Mega-Entwicklung und dann ist eh vorbei. Wenn nicht, könnten wir es tatsächlich one-hitten mit Käfergebrumm. Wenn es Xerneas ist, auch schwierig. Wenn es Gengar ist... Ich weiß nicht, ob dann Donnerblitz ausreicht. Bezweifle es. Aber wir gehen auf jeden Fall auf den Donnerblitz. Das ist unser stärkster Move, den wir einsetzen können. Und jetzt hoffen wir einfach, dass... Fußball wird aber nicht killen, oder? Außer er hat ein Wahlglas drauf. Das zieht nach Wahlcrit. Ah, Mann, das war so knapp. Oh, ich würde gerne wissen, ob der ein Wahlglas drauf hat. Weil wenn nicht, glaube ich, es war kein Lebenorb. Das könnte entweder Wahlglas sein oder hat gar keine Competitive Items drauf. Und dann war der Crit tatsächlich leider wichtig für ihn. Ah, das würde mich jetzt interessieren, ob ich das überlebt hätte. Könnte es mir vorstellen. Schreibt gerne rein, was ihr denkt, ob ich es überlebt hätte. Und es war trotzdem spannend, ehrlich gesagt. Und die neuen Regeln, die ich hatte und die neuen Kategorien, die uns ein bisschen geholfen haben mit dem Joker, ist, glaube ich, gut für die Zukunft. Da kann man auf jeden Fall mehr draus machen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.